Spannung messen. Nichts einfacher als das, oder? Man nimmt ein Voltmeter und hält einfach nur drauf. Ja, wo ist jetzt das Problem? Nun, ganz so einfach ist es doch nicht immer, wie wir jetzt in dem Video sehen werden. Herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt. Wer misst, misst, misst. Den Spruch kennen wahrscheinlich viele. Wir werden sehen, wie viel Wahrheit darin steckt. Der Satz soll unsere Sinne dafür schärfen, dass wir durch die Messung selbst einen Fehler produzieren. Ich will zeigen, wie man eine Spannung trotzdem richtig ermitteln kann. Bevor wir uns die Lösung ansehen, müssen wir uns erst einmal das Problem klar machen. Dazu machen wir ein kleines Experiment. Einem Spannungsteiler aus zwei gleichen Widerständen sollte sich die Gesamtspannung von 10 Volt gleichmäßig verteilen. Dabei ist es egal, welchen absoluten Wert die Widerstände haben. Hauptsache, beide sind gleich. Wir messen über dem ersten Widerstand rund 5 Volt, über dem zweiten Widerstand auch. Beide zusammen ergeben 10 Volt, soweit so gut. Ich baue jetzt den Versuch etwas um und dann messen wir nochmal. So, wieder zwei gleiche Widerstände. Und auch hier müssten wir jetzt über jedem Widerstand 5 Volt messen. Über dem ersten Widerstand sind es aber nur 0,5 Volt. Habe ich jetzt falschen Widerstände erwischt, sind die doch nicht gleich groß, dann müsste jetzt über dem zweiten Widerstand der Rest, nämlich 9,5 Volt, liegen. Aber wenn ich hier messe, sind es auch nur 0,5 Volt. 0,5 plus 0,5 gleich 10, also mein Mathematiklehrer würde sich die Haare raufen. Was ist hier los? Noch verrückter wird es, wenn wir die Geräte austauschen. Wir messen jetzt mal mit dem kleinen Messgerät die Gesamtspannung und mit dem großen Gerät die Spannung über den Widerständen. Und dann messen wir über dem ersten Widerstand, ja, jetzt plötzlich 2,8 Volt. Und über dem zweiten auch. Was passiert hier eigentlich? Bei der Reinschaltung von zwei Widerständen fließt durch beide der gleiche Strom. Und wenn beide gleich groß sind, fällt auch die gleiche Spannung ab. Also genau die Hälfte der Gesamtspannung. Mit einem idealen Spannungsmesser würden wir auch genau das messen. Dafür darf unser Voltmeter den Spannungsteiler aber nicht belasten, muss also einen unendlich großen Innenwiderstand besitzen. Technisch bedingt fließt aber immer ein kleiner Strom durch das Messgerät. Der Innenwiderstand ist also endlich. Im Fall des kleinen Vielfachmessers ist der Innenwiderstand 1 Megaohm. Damit verändern wir den Spannungsteiler, denn R1 ist jetzt größer als die Parallelschaltung von R2 und dem Messgerät. Dadurch ist der Spannungsanteil über ihm größer und wir messen über R2 einen zu kleinen Wert. Beim ersten Versuch hatten beide Widerstände einen Wert von 100 Ohm. Durch den Messvorgang werden im unteren Zweig daraus 99,99 Ohm. Die Spannung sinkt dadurch auf 4,99975 Volt. Der Messfehler ist mit 0,005% praktisch vernachlässigbar. Bei der zweiten Messung hatten die Widerstände rund 16,7 Megaohm. Durch unser parallel geschaltetes Messgerät werden daraus aber 943,5 Kiloohm. Über dem jetzt viel kleineren Widerstand bleiben nur noch 0,535 Volt. Das macht einen Messfehler von 89,3%. Was lernen wir daraus? Vernünftige Werte bekommen wir nur, wenn der Innenwiderstand des Messgerätes um Größenordnung höher ist als der Widerstand, über dem wir messen. Das andere Messgerät hatte einen Innenwiderstand von immerhin 11 Megaohm und ist deshalb besser geeignet. Die Parallelschaltung ergibt 6,63 Megaohm und die resultierende Spannung entspricht mit 2,84 Volt unserer Messung. Der Messfehler ist mit 43,2% aber immer noch indiskutabel. Je hochohmiger unsere Schaltung, umso ungenauer wird unsere Messung.
Den Messfehler konnten wir nur bestimmen, weil wir die Werte der Widerstände kannten und dadurch die echte Spannung am Knotenpunkt theoretisch ausrechnen können. Wenn wir an irgendeiner Schaltung messen, kennen wir aber nur die Gesamtspannung, nämlich die Betriebsspannung der Schaltung, und den Innenwiderstand des Messgerätes. Den Widerstand unserer Schaltung gegen Betriebsspannung und Masse, also bei unserer Rechnung R1 und R2, kennen wir nicht. Ich habe mir mal den Kopf zerbrochen, ob man nicht die reale Spannung bei hochohmigen Schaltungen irgendwie herausbekommen kann. Die Grundidee beruht auf unserem Experiment vom Anfang. Wir machen zwei Messungen mit unterschiedlicher Belastung am Spannungsteiler, sowie beim Versuch mit den unterschiedlichen Innenwiderständen der Messgeräte. Aus der Differenz der beiden gemessenen Werte muss sich doch irgendwie auf R1 und R2 schließen lassen. Und wenn wir die Widerstände kennen, können wir daraus die echte Spannung am unbelasteten Spannungsteiler ausrechnen. Was jetzt folgt, ist eine elende Rechnerei. Wir gehen die Rechnung mal Schritt für Schritt durch und wer einen Rechenfehler findet, der darf ihn behalten. Am Anfang müssen wir mal ein paar Variablen definieren und ich stelle drei Ausgangsgleichungen für die Rechnung auf. Gleichung 0 gehört zum unbelasteten Spannungsteiler. Wir wollen die Spannung gegenüber Masse wissen, also die Spannung über R2, im unbelasteten Zustand gleich U real. Sie berechnet sich aus dem Verhältnis von R2 zu R1 mal der Spannung über R1. Gleichung 1 zeigt die Verhältnisse bei der ersten Messung. Hier liegt jetzt parallel zu R2 der Messwiderstand 1. Wir nennen ihn RM1. UM1 ist die gemessene Spannung über R2 bei der ersten Messung. Die Spannung über R1 ist dabei natürlich auch anders als im unbelasteten Zustand und deshalb nennen wir sie UR1 Stern. Analog dazu gilt die Gleichung 2 bei der zweiten Messung. Beginnen wir mit Gleichung 1 und stellen sie nach R1 um. UR1 Stern entspricht der Gesamtspannung minus der über R2 gemessenen Spannung. Nach einigen Umstellungen kommen wir auf diese Formel. Um die Formel weiterzuverwenden, multipliziere ich die Klammern noch aus, was eventuell Fehler beim Weiterrechnen verhindert. Wir haben aber ein Problem. Mit R2 haben wir noch eine weitere Unbekannte in der Gleichung. Deshalb setzen wir die Formel für R1 jetzt in die Formel 2 ein. Um einen Doppelbruch zu vermeiden, nehme ich gleich mit dem Kehrwert mal. Um die Summen und Differenzen kommen Klammern, die wir jetzt ausmultiplizieren müssen. Da in jedem Ausdruck ein R2 steckt, kann man einmal R2 aus der Gleichung wegkürzen. Nächster Schritt, mit dem Nenner mal nehmen. Auf jeder Seite steht einmal der Ausdruck minus RM1 mal RM2 mal UM1 mal UM2. Deshalb können wir den streichen. Und jetzt bringen wir alle Ausdrücke mit R2 nach links und die anderen nach rechts. Jetzt kann man R2 ausklammern und durch den Klammerausdruck wieder teilen und die Formel für R2 ist fertig. Zur Kontrolle kann man ja mal die Werte mit unserem Beispiel überprüfen. U Gesamt ist gleich 10 Volt, UM1 ist 0,535 Volt bei einem RM1 von 1 Megaohm und UM2 ist 2,84 Volt bei RM2 gleich 11 Megaohm. Wenn man das in die Formel einsetzt, kommt man wirklich auf einen Wert von 16,7 Megaohm für R2. Mit dem Wert kann man jetzt auch R1 ausrechnen, der genauso groß ist. Und man braucht dann eigentlich keine Formel mehr, um zu wissen, dass U real gleich 5 Volt sein muss. Überprüfen wir die Theorie mal an zwei völlig unbekannten Widerständen. Außerdem wird nicht jeder zwei unterschiedliche Messgeräte haben, das ist aber auch nicht nötig. Die erste Messung wird ganz normal gemacht. Und bei der zweiten Messung legen wir einen definierten Widerstand parallel zum Messgerät, wodurch sich die Last am Spannungsteiler verändert. Sind beide Messwerte in etwa gleich, ist die Schaltung niederohmig genug und wir brauchen nicht zu rechnen. Wenn die Werte aber stark abweichen, wissen wir, dass keine der gemessenen Werte richtig sein kann.
Ich benutze das Gerät mit dem 1 Megaohm-Innenwiderstand und lege in der zweiten Messung einen weiteren 1 Megaohm-Widerstand parallel, sodass der Messwiderstand dann auf 500 Kiloohm sinkt. Wenn man die Werte für RM1 und RM2 in die Formeln einsetzt, kann man für jedes Messgerät eine eigene Formel aufstellen. Zu beachten ist aber, dass bei einigen Messgeräten, vor allem bei solchen Drehspulinstrumenten, der Innenwiderstand vom Messbereich abhängt. Man braucht dann für jeden Messbereich eine eigene Formel. Ich habe mir ein kleines Programm geschrieben, das die Berechnung auf Knopfdruck erledigt. Kommen wir zu unserem Experiment. Bei der ersten Messung mit dem Messgerät alleine lesen wir über R2 4,93 Volt ab. Mit dem parallel geschalteten 1 Megaohm Widerstand sind es dann 3,46 Volt. Tragen wir die Werte im Programm ein. Messwiderstand 1 1 Megaohm, Messwiderstand 2 0,5 Megaohm. Die Gesamtspannung lag wieder bei 10 Volt. Dann die Messwerte. Und wir bekommen als Ergebnis für R1 857,6 Kiloohm, R2 etwa 4,9 Megaohm und als echte Spannung 8,5116 Volt. Zur Bestätigung messen wir jetzt mal beide Widerstände. R1 ist rund 850 Kiloohm. R2 etwa 4,5 Megaohm. Das ergibt eine errechnete Spannung von 8,5001 Volt. Die minimale Differenz entsteht durch ganz normale Toleranzen. Vor allem sind die Innenwiderstände der Messgeräte nicht immer exakt so groß wie angegeben. Aber wir sind verdammt nah dran. Der Messfehler liegt nur bei etwa 0,14%. Hört sich schon anders an als 89%. Ja, das war meine Methode, Spannung immer richtig messen zu können, und sie funktioniert offensichtlich. Wenn jemand eine bessere Idee hat, ich bin für Vorschläge offen.